Bevor ich beginne, möchte ich Ihnen einen Ausdruck erklären. Heutzutage sagt man ja zu diesen Wasserpfeifen eher Shisha. In dem Märchen wird der persische Ausdruck benutzt, Nargile. Ich habe sie Ihnen als Deko mitgebracht, sie funktioniert sogar. Mein Sohn und ich haben sie mal ausprobiert, aber tatsächlich nur ein einziges Mal, denn Shisha-Rauchen ist ja nun mal nicht so gesund. Einst ritten ein Fischer und sein Sohn auf ihrem Esel an die blauen Wasser des Nils, um Fische zu fangen. Schon eine geraume Weile mochten die beiden sich mit ihren Netzen geplagt haben. Doch noch war ihnen nichts ins Garn gegangen. Plötzlich aber rief der Vater: Herbei, Sohn, seid! Mein Netz ist so schwer, dass ich es nicht alleine zu heben vermag. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen schließlich, den Fang zu bergen. Und nun fanden sie zu ihrer Freude im Netz einen so großen Fisch, wie sie ihn noch niemals aus dem Strom gezogen hatten. Nach kurzem Überlegen meinte der Vater: Bleib am Ufer, Sohn, und gib Acht, dass uns die Beute nicht entwischt. Ich will mich derweil in die Stadt Kairo begeben und ein Kamel leihen. Denn mit unserem Esel bringen wir dieses Riesentier niemals fort. Kaum aber war der Vater außer Sichtweite, rief der Fisch: O Said, ich beschwöre dich bei Allah, dem Allmächtigen, schenke mir die Freiheit. Denn kehrte ich nicht heim, mein Vater, der König der Wasser des Nils, würde vor Gram vergehen. Beim Barte des Propheten, rief Said verwundert aus: Du sprichst wie ein Mensch, aber bist nur ein Fisch. Wie aber könnte ich dir die Freiheit schenken? Sollst du uns doch reichen Erlös auf dem Markte bringen. So lass mich nur ein Weilchen zu meiner Mutter untertauchen, bat der Fisch. Ich möchte ihr von meinem Los berichten. Alsdann werde ich zu dir zurückkehren. Ich wäre kein Mensch, würde ich deinen Wunsch nicht verstehen, gab Said mitleidig zu. Doch nicht minder ängstlich, fragte er, wirst du auch bestimmt wiederkommen? Mein Los ist es, dein Gefangener zu sein, murmelte der Fisch. Darum gedenke dessen, was der heilige Koran befiehlt. Möge dein Herz nicht versteinern, nur weil du Herr über tausend Gefangene bist. Und schon war er entschlüpft. Nach einer Weile kehrte Saids Vater mit einem Kamel zurück. Als er jedoch den Fisch nicht mehr sah, schrie er verzweifelt auf: Hin sind all die Piasterstücke! Warum wachtest du nicht besser, nichtsnutziger Sohn? Der Fisch war beim Koran zurückzukommen, murmelte Said beklommen. Der Vater aber reckte verzweifelt die Arme gen Himmel und jammerte: Nicht nur, dass heute der Hunger in unserer Hütte regieren wird, hat sich der Geist dieses unglückseligen Kindes auch noch verwirrt. Dann aber übermannte ihn der Zorn und er ging mit geballten Fäusten auf Said los. Da machte sich der Bursche vor Angst aus dem Staub. In der Nähe des Stadttores traf er auf einen fremden Jüngling, der meinte wie von ungefähr: Ich hörte, wie dein Vater zu dem Kamel sagte, er werde dir dein Vergehen niemals verzeihen. Was du aber an mir getan hast, war eine gute Tat. Deine Stimme und deine Worte klingen, als ob du jener Fisch wärst, antwortete Said nachdenklich. Der Jüngling lächelte: In der Tat, ich bin es. Und weil du mir die Freiheit geschenkt hast, sollst du nunmehr deinen Lohn empfangen. Bei diesen Worten nahm er den Fischerknaben bei der Hand und Said fühlte, wie der Erdboden unter ihm fortglitt und er durch die Lüfte davongetragen wurde. Noch ehe er eines Wortes mächtig gewesen wäre, fand er sich schon mit seinem geheimnisvollen Begleiter vor einer viele hundert Fuß hohen Pyramide, einem Grabmal ägyptischer Könige. Gepriesen sei allein, fuhr Said, als er endlich wieder festen Boden unter den Füßen spürte. Der Jüngling aber führte ihn lächelnd zu einem unterirdischen Gang, der von einem riesigen Affen bewacht wurde. Als der Affe den verzauberten Menschenfisch sah, machte er eine artige Verbeugung. Königssohn des Nildeltas, was ist dein Begehr? Für
Führe uns zu einer der Grabkammern meiner Vorfahren, befahl der Jüngling. Sofort nahm der Affe eine riesige Pechfackel, zündete sie an, dass der Gang von schwarz-rotem Licht durchflutet wurde und sagte, hören heißt gehorchen. Zu dritt wanderten sie nun durch ein Labyrinth von Gängen und unheimlich schatten ihre Schritte in dem steinalten Gemäuer. Pechschwarze Löwen mit goldenfunkelnden Augen huschten vorbei und das drohende Fauchen der Bestien ließ Seid ängstlich zusammenfahren. Der Affe aber rief den seltsamen Katzen zu, habt Dank für eure Wachsamkeit. Mit mir kommt mein Herr und Gebieter und jener Arme neben ihm ist sein Freund. Schließlich gelangten sie zu einer Grabkammer, die von einem goldenen Gitter versperrt wurde. Der Königssohn murmelte nun die uralte Zauberformel. Abracadabra. Und geräuschlos öffnete sich das güldene Gatter. Sie traten ein und Seid sah in der kleinen Halle Kisten und Thron voll glitzernder Edelsteine und blinkender Goldbarren. Schon aber erschreckten ihn marmorne Prunksärge, in denen die Leiber einbalsamierter Könige beigesetzt waren. In dieser Angst vor den Toten erklang erlösend die Stimme des Königssohnes. Dein Lohn sei diese Wasserpfeife, Freund Seid. Es ist keine gewöhnliche Nargile. Nicht, weil das Gefäß, das Rosenwasser enthält, aus purem Lapislazuli und das Mundstück aus seltenem Meerschaum ist, sondern... Und der Prinz flüsterte ihm Worte ins Ohr, die von den Mauern des Gewölbes als ewiges Geheimnis verschlungen wurden. Noch ehe Seid Worte des Dankes stammeln konnte, sah er sich schon mit seiner Wasserpfeife vor den Palast des Sultans von Kairo versetzt. Da saß er nun in der großen Toreinfahrt. Die Schlosswache aber schaute argwöhnisch auf den zerlumpten jungen Burschen, der da in aller Seelenruhe die orientalische Wasserpfeife schmauchte. Und bei Allah, es war eine Nargile, wie sie prächtiger der Kalif von Bagdad nicht besaß. Das Herrlichste aber war der liebliche Rauch, der der Pfeife entströmte und den Wachsoldaten berauschend in die Nase stieg. Plötzlich trat ein schwarzer Sklave zur Seite. Der Sultan, Herrscher aller Gläubigen, hat dein Tun und Treiben von seinem Balkon aus beobachtet und nun befiehlt er dich vor seinen Divan. Gar bald stand Seid vor dem Sultan. Der aber forderte ungestüm, hey du Bettler, lass meinen Gaumen spüren, was meine Sinne bereits so angenehm betört hat. Gehorsam reichte Seid dem Beherrscher aller Gläubigen die Wasserpfeife. Der Sultan streckte sich behaglich auf seinem Divan aus, tat ein paar tiefe Züge und rief dann voll Begeisterung, ich sehe schon, Freund, dass du als dankbarer Untertan mir diese Köstlichkeit zum Geschenk machen willst. Seid kreuzte demütig die Arme vor der Brust. Ich bin nur ein armer Fischer, o Herr. Bin keiner jener Reichen in den Basaren, die da kaufen und verkaufen. Wie könnte ich dir meinen einzigen Besitz schenken? Erbost schrie da der Sultan. Auf Sklaven! Ergreift jenen Dreisten und werft ihn in das finsterste Gewölbe meines Palastes. Schon wollte sich die Scharwache auf den armen Burschen stürzen, da wurde der zartblaue Tabaksrauch zu einer undurchdringlichen Nebelwand, die Seid und den Sultan von den Bewaffneten trennte. Hilfe, schrie der Sultan, zu Hilfe! Meine Augen vermögen weder euch, meine Visiere, noch meine übrigen Diener zu sehen. Er versuchte mit den Händen den Nebel zu zerteilen, aber vergeblich. Da verlegte er sich aufs Bitten und greinte, scheinst ja ein mächtiger Zauberer zu sein. Darum zerreiße diesen Schleier, der mich von den meinigen trennt, und die Strafe sei dir erlassen. Da aber erscholl eine Stimme aus der Ferne. Für so Geringes wird dir, Sultan, nicht die Wasserpfeife der Pharaonen gegeben sein.
Wutschnauben zuckte der Herrscher sein verziertes Damaszenerschwert und höhnte: Diese tückischen Nebelschwaden werde ich mit einem Streich zerschneiden. Er hieb mit Macht in die undurchsichtige Wand, aber das Schwert blieb in ihr festhaften. Nun wollte er sich mit den Fäusten aufs Leid stürzen, aber schon erhob sich zwischen den beiden ebenfalls der undurchdringliche Schleier. Verzweifelt jammerte nun der Geplagte: Wie vermag ein armseliger Fischerknabe solche Macht zu besitzen? Und wieder ertönte die Stimme aus der Ferne: Jener Brave hat den Sohn des Geisterkönigs vom Nildelta vor einem grausamen Tode bewahrt. Darum ist er würdig, eines Tages der Nachfolger des Sultans von Kairo zu sein. Kaum waren diese Worte verklungen, erfüllte ein seltsames Brausen den Audienzsaal. Und auf einer roter-roten Wolke kam Sulamit, des Sultans zauberhaftes Töchterlein, angeflogen. Die Wolke senkte sich, wurde kleiner und kleiner, bis sie kaum mehr die Größe eines Ruhekissens hatte. Das auf ihr hockende Mädchen aber fragte erstaunt: Über welche Kräfte verfügt mein hoher Vater, dass er mich auf so ungewöhnliche Weise zu sich holen lassen kann? Mürrisch erwiderte der Sultan: Nicht ich weiß. Der Geist dieser Wasserpfeife hat es getan. Und ein anderer Geist befiehlt, dass du, hochgeborenes Kind, jenen armseligen Gesellen zum Manne nimmst. Tust du es nicht, werden wir wohl hinter dieser magischen Nebelwand zugrunde gehen. Das Mädchen blickte zur Seite und wasserstaunt fragte es: Bist du nicht jener Fischerknabe, der bald täglich auf dem Hof des Palastes seine Fische zum Kauf angeboten hat? Seid nickte errötend: Ich bin es. Und oft habe ich in deine schwarzen, mandelförmigen Augen geschaut, wenn du am Fenster des Frauengemaches den Schleier ein wenig lüftetest, um meine Fische besser sehen zu können. Nicht deiner Fische wegen tat ich es, gestand Sulamit ein, sondern weil du mir stets recht gut gefallen hast. Und wieder erklang die Stimme aus der Ferne: Was hindert dich noch, Sultan, die Hände der beiden ineinander zu legen? Erkennst du nicht, dass alles so und nicht anders seit eh und je von Allah bestimmt war? Nun zögerte der Sultan nicht länger. Und kaum hatte er Said und Sulamit seinen väterlichen Segen erteilt, war die magische Nebelwand wie weggeblasen. Alsbald wurde Hochzeit gefeiert. Schöne Musik erklang, Jubel und Heiterkeit herrschten. Und die aus allen Teilen des Morgenlandes angereisten Gäste wussten nicht, was sie mehr bestaunen sollten. Das schöne Brautpaar oder die geheimnisvolle Wasserpfeife der Pharaonen, die mit ihren Duftschwaden lieblich die Räume durchwebte. Said und Sulamit fuhren oft in den blausamtenen Sommernächten auf einer Barke aus edlem Ebenholz den Nil hinauf und hinunter. Immer hofften sie, der Königssohn des Nildeltas werde sich noch einmal zeigen. Aber dieses Wunder geschah nimmermehr. Und hätte es im Palast nicht die geheimnisvolle Nargile der Pharaonen gegeben, alle Welt hätte glauben können, dass die Geschichte vom Zauberfisch nur ein Traum gewesen war.